Nein! Gut, war. Das gibt's nicht. Toll. Jetzt ist mir die Drohne abgestürzt. Ich verstehe das nicht. Unglaublich. Hier liegt der Akku. Und wo ist sie? Da ist sie. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Aus gute 50 Meter Höhe. Nee, ist bestimmt kaputt. Super. Akku leuchtet noch. Der Akku rastet nicht richtig ein. Oh Mann. Oh Mann. Dieser Akku rastet nicht mehr ein. Jetzt, oh Mann, der war so locker drin. Oh Gott. Die noch geht. So sieht die eigentlich unbeschädigt aus. Oh Mann. Okay, also Absturz aus 50 Metern und sie scheint noch intakt. Unfassbar. Da habe ich doch ein bisschen Adrenalin jetzt gehabt, mein lieber Mann. Also versuchen wir es nochmal. Leute, 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 Leute. Ja, unfassbar. Mir ist vorhin die DJI R2 hier aus 45, 50 Metern abgestürzt. Zum Glück hier auf den weichen Sandboden. Und zwar ist das Ganze passiert, weil der Akku nicht richtig arretiert hat. Ich bin hochgeflogen, ein bisschen nach vorne. Leicht, dadurch kippt sie sich ja leicht. Und dann flog der Akku raus und die flog hinterher. Dadurch, dass der Akku rausgeflogen ist, war sie ja sehr leicht. Und der Crash hat ihr nicht wirklich was geschadet. Also ich bin jetzt schon ein bisschen geflogen, sie fliegt einwandfrei. Hat auch keine sichtbaren Beschädigungen. Man darf auch einmal Glück haben, ne? Ja.
So sieht das aus. Ich wollte hier gerade so ein Video drehen, gar nicht vom Tagebau, was ganz anderes hier auf dieser Straße mit meinem Fahrrad. Und dann ist es passiert. Zum Glück nicht irgendwo überm Wasser oder so, ne? Ja, im Nachfolgenden versuche ich mal diese Aufnahmen zu zeigen. Ich weiß nicht, wie weit was drauf ist, weil der Absturz selber wird ja nicht gefilmt sein, weil der Akku rausgeflogen ist. Nur diesen Moment, wo wahrscheinlich dann der Absturz begann. Aber wie ich dann gelaufen bin und die Drohne gesucht habe, das ist drauf. Also immer schön den Akku gut arretieren. Jetzt habe ich ja die Drohne schon, seitdem sie rausgekommen ist. Wann ist denn die rausgekommen? Mai 2020 oder so. Seitdem habe ich die und habe auch exzessiv schon benutzt. Ich merke schon, die Akkus rasten auch nicht mehr so wahnsinnig gut ein. Deswegen muss ich da jetzt wirklich aufpassen, dass die richtig drin sitzen. Es ist mir natürlich jetzt eine Lehre. Genau. So, das war's mit diesem kleinen Schreck am Vormittag. Zum Glück ist scheinbar nichts passiert. Daumen hoch, danke, ciao, ciao. Also, es ist sehr windig im Moment, deswegen wackelt sie ein bisschen. Völlig verständlich.